Dies hier ist eins von diesen Atemobjekten, die mein Hauptthema sind seit 1966. Ich habe ja angefangen, einfach mit Kugeln gewissermaßen, die an der Wand, Fellkugeln, die an der Wand hingen und sich langsam einzogen und wieder aus gegeneinander. Da hatte ich vorher muss erst mal entwickeln, diese Konstruktion überhaupt, wie das funktionieren kann, dass so ein Ding aussieht, als ob es ein lebendiges Wesen wäre. Das Atmen, das muss sehr differenziert sein. Das ist nicht einfach wie so ein Pleuel, so rein, raus. Das ist kein natürliches Atmen, sondern das sind Verzögerungen, langsame, dann scheint es zu stehen, dann wächst wieder schnellere Impulse. Und diese Objekte, die ich ursprünglich nur als Kugeln gemacht habe oder Halbkugeln, die an der Wand hingen, da merkte ich irgendwo mal, ich habe das gesehen ursprünglich als organische Kinetik, dann merkte ich ja, das sind ja eigentlich Tiere, was ich mache. Und Tiere, die setzen sich nicht einfach auf die Wand, dass keine Spinne bleibt auf der Wand lange sitzen, sondern die haut dann ab in irgendeinen Winkel. Dann fing ich an, also diese Objekte, die atmenden Wesen, an verschiedenen Orten zu setzen, dass ich die in die Ecke setze, in den Winkel oder an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel ein Brot oder hier ist eins mit der Tasse. Es gab so verschiedene Themen, die sich anboten. Aber mir kam dann plötzlich ein, kam ich auf die Idee mit dem Atmen. Ich dachte mir, irgendwie müsste mal, das war im Beihören von Diabelli-Variationen von Beethoven, wo ich das empfand, so ein Atmen, so eine rhythmische Gliederung. Und dann kam ich aber weiter und fing an, mit dem Atmen das auch auf das zu beziehen, was ich eigentlich machte. Ich fing an, in Idee erstmal mit atmenden Ballons, die sich aufbliesen. Und das habe ich aber gar nicht mehr realisiert, weil ich dann entdeckte, während des Schlafens oder weil ich mich zugedeckt hatte mit so alten Zottelfellen, die ich aus dem Friesland noch mitgenommen habe von den Heidschnucken, wie irre das aussieht, wenn sich so ein Fell so ganz langsam bewegt. Diese Atemobjekte, die habe ich ja zunächst mal als Einzelobjekte konzipiert. Das war im Anschluss an diese Idee der Kinetik, dass ich überhaupt mit Bewegung arbeitete. Und für mich war es eine Art organische Kinetik. New Species nannte ich die ersten Objekte, dass man gewissermaßen eine neue Art von Leben schafft, die perfekt sind. Nicht? Wo dann Leute sagten, ja, so gut kann man, niemand kann so schön atmen wie meine Objekte. Nicht? Und dieses war hier diese Art der Zusammenballung, das sind gewissermaßen, ich nannte das erstmal Überwucherungen, das waren dann nicht mehr Einzelobjekte, sondern wie so ein Science Fiction, wo man sagt, da ist eine Mutter und da kommen Kinder rundherum und immer vermehren sich die, es werden immer mehr. Dann geht das rüber in eine sehr lockere, wie so eine tänzerische Bewegung, diese vier. Und dann sind diese, die sich loslösen, die oben ins Licht gehen. Das ist wie so eine symbolische Bedeutung, aus dem Dunkel ins Licht, ins Helle. Nicht? Wie aus der Nacht, aus dem Dunkel ins Licht. Nicht? Das ist auch so eine geistige Entwicklung, wie man manchmal aus finsteren Situationen rauskommt und hat dann plötzlich eine Idee und dann geht's hoch. Nicht? Dann geht's auf einmal, ist man gelandet, wo man hin will. Nicht? Es gibt kein Einatmen für sich oder Ausatmen für sich. Es ist immer diese Zusammengehörigkeit von Gegenteilen. Diese langsame Bewegung, die wirkt irgendwie, weil sie so langsam ist, auch beruhigend auf einen selbst und ist wie eine Art Meditation, also wie ein Meditationsobjekt gewissermaßen.